Herzlich willkommen bei der Eingangslobby der Shinra-Konzern. Ich begrüße euch herzlich bei einer weiteren Ausgabe von Final Fantasy VII, dem Remake auf der PlayStation 4. Mein Name ist Christian Angel 3000 und herzlich willkommen. Mit der schönen Empfangsmusik beginnen wir dieses Let's Play. Mit Folge 50 werden wir heute diesen Empfangsbereich durchstöbern, erkunden und einen Weg nach oben wagen, um Aerith zu befreien. Und somit herzlich willkommen. So. Ey, die Musik ist so hammer gerade. So richtig so entspannt so. So, ja, auf jeden Fall mal herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge. Tifa steht ja schon bereit, Barrett auch, und wir würden sagen, wir gehen einfach mal dahin und schauen, was sie uns zu sagen haben. Und bevor es losgeht, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Bam, so, let's go. Eine Laserbarriere, die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Alles klar, aber bevor wir oben hochgehen, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Weil im Endeffekt sieht es ja hier sehr schön aus. Also ich meine, man kennt die PS1-Version, also also ich kenne die PS1-Version, ihr vielleicht auch ein paar Leute davon. Und das sieht schon klasse aus, definitiv. Und wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Ganz anstandshalber fahren wir hier hoch. Wir wollen die Dinge auch ausprobieren, und sonst sind sie ja nicht da, oder? Ja. Geht's hier noch weiter? Nee. Okay, weiter geht's. Hast du Angst, Barrett? Ah, jetzt. Ja, so kann man Let's Plays auch in die Länge ziehen. Oh, was ist das? Ein Motorrad. Cool. Okay. Ich bin mal gespannt, ob sie auch das richtige Motorrad haben, weil ich habe die Figur hier von Cloud Strife mit seinem Bike, und es wäre schon geil, wenn das Motorrad hier auch irgendwo zu sehen gibt. Ich weiß, dass es hier irgendwie noch so eine Lobby gibt. Zumindest der Autorisierungsschlüssel. Okay, verdammt. Ich will da rein. Okay. Dann muss ich halt mal ein bisschen weiter oben schauen. Also habe ich einen Turm geworfen. Oh. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Nein, sie brauchen einen Schlüssel. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Oh. Am Empfangsschalter. Nur wie? Kommen wir ran. Von oben. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlang hangelt, geht's vielleicht. Aha. Okay. Also mich tragen die nicht. Dann wartest du hier. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schieb ihr in der Zwischenzeit Wache. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Okay. Macht sie das automatisch, oder? Okay.
Also die läuft auf jeden Fall automatisch drumherum. So. Das ist eigentlich... Okay, sie soll selbst entscheiden, wohin. Tifa! Ei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt. Hm, guckt euch mal an, diese Fahrzeuge. Okay, also wir könnten dahin, aber wenn ich schon mit Tifa spielen darf, dann spiele ich halt so auch mal. Also nicht falsch denken, klar, ich würde jetzt, ich meine, alles andere hätte ich auch nichts dagegen. Oh, 2000 Geld, sieht euch das mal. Aber naja, sie ist halt leider nur eine Fiktion. So. Also als Frau könnte man jetzt sagen, ich möchte gerne shoppen gehen. Wo gibt's denn hier was? Hier gibt's nichts. Wir haben auf jeden Fall die 2000 Gedankenkasse. Oh, guck mal. Ein Motorrad. Hm. Ein Motorblock. Aha. Züge. Mhm. Ah, das ist der Anfangszug. So, was wir gesehen haben. Oder wo wir öfters hier fahren. Ah, das ist das andere Motorrad, was der eine hatte auf der... In der Mission, wo man hier hochgefahren ist. Aha. Aber die Motorräder sind doof aus, finde ich. Ist es das Auto, was ich denke? Ich glaube schon. Okay, das hat ja nicht viel gebracht. Kann ich nicht irgendwie ranhangeln oder so? Okay, dann gehe ich wieder zurück. Okay, es geht kurz gar nicht oben drauf. Okay, gut. Also da können wir auf jeden Fall nicht durch. Dann muss ich einen anderen Weg finden. Da ist eine Leiter, seht ihr die? Also müsste ich da irgendwie drauf. Komme ich vielleicht von hier drauf? Aha. Bingo. Komm, ich muss außen rumlaufen. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Sieht er die? Gucken, ob ich da hinkomme. Da ist auch noch ein Geländer. Nehmen wir da alles mit, ja. Scheint eine violette Kiste zu sein. Sieht schon mal interessant aus. Vielleicht ist da was ganz Besonderes drin. Mehrmals. Mega-Handschuhe. Oha. Oha. Oha, Leute. Aha, oha. Aha, oha, aha, aha. Das sind wahrscheinlich die Handschuhe, die ich noch benötige. Tifa. Schlagring. Mega-Handschuhe. Wow. Nehmen wir gleich mal. Rechtschaffende Faust. Hm, gar nicht mal so schlecht. So, Waffenmodifikation. Mega-Handschuhe. So, jetzt checken wir mal ganz kurz hier. Was hat das hier? Ein TP auf Maximum? Das können wir machen. TP Maximum. Da. Genau. Das lassen wir mal. Physische Attacke plus 15. Das hört sich auch gut an. Magische Attacke, TP Maximum 300. Machen wir auch. Nochmal TP und 300. Schnelligkeit, kritischer Schaden. Und Materia Slot. Okay. Gut, was haben wir noch? Zusätzliche Materia Slot, das können wir auf jeden Fall machen. Oh, mal 6 Punkte. Heiland, zack. Schaden von normalen Angriffen plus 5. Das hört sich auch gut an. Schaden von den Fesseln? Nee. Zankas Leere wird um 70% aktiver. Okay. Bei niedriger TP kritische Feuerrate um 50. Okay. Das hört sich gut an. Bei niedriger TP Limit Aufladung um... Ha, okay. Auch nicht schlecht. Okay. Dann, was haben wir denn noch hier? Physische Abwehr. Das können wir auch nehmen. Das ist auch nicht schlecht.
Ein riesiges TP, physische Abwehr um 10. Genau. Und dann machen wir noch magische Abwehr sicherheitshalber. TP Maximum haben wir da schon. Schnelligkeit erhöht sich. Oh komm, machen wir das auch noch. Ist ja gar nicht so verkehrt. Kritische Trefferrate um 10. Ja komm. Machen wir auch. Und das so. So. Okay. Haben wir alles. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir aber wohl oder übel die Materia wieder einsetzen, die sie hatte. So, tiefer. Das ist schon mal alles drin. Heilen. C. Wieso ist C? Ach, es ist Cloud. Okay. T ist tiefer. So. Haben wir noch irgendwo T? TT, da. Okay. Haben wir wieder alles drin. Passt doch. Nice, hat sich doch gelohnt. Mal ein bisschen umzuschauen. So, mal gucken, ob wir noch mehr Waffen finden. Da bin ich echt gespannt. So. Da haben wir das. Na komm, lass dich fallen. Ab nach oben. So, eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Da ist ja für dich ja nix. So. Okay, da geht's noch lang. Okay. Ah. So, dann hier rechts. Ich hoffe, ich habe alles richtig, oder? Ja, genau. Und weiter geht's. Ah, Querfeld ein geht nicht. Okay. Dann ab nach unten. Nach rechts. Okay. Nicht aufgeben. Nö. Jetzt heißt es durchhalten. Wieso kann ich da rüber? Was bringe ich, wenn ich denn nicht hier rüber gehe? Ah, okay, ich könnte hier hoch wieder. Ja, da war ich ja richtig. Haha. So, was gibt's hier hinten noch? Nix. Okay. Ab nach oben. Gleich ist's geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Gut, okay, wir haben alles. So, dann. Weiter geht's. Es ist trotzdem schon ein bisschen komisch, warum hier keiner ist. So, jetzt müsste sich jetzt zweimal hangeln. Das wird jetzt ein bisschen schwierig auf den Dingern. Ja, woanders geht's nicht lang. Muss er aus Schwung holen. Yay! Yeah. Schiffskarte für 59, Etage von Stärke. Du Meisterdiebin. Oh. So, wie kann man die Barriere vielleicht ausschalten? Ich wollte gerade sagen, wie kommt es jetzt wieder raus? Hat funktioniert! Ich hab gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65.
Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Alles klar. Dann ab nach oben. Benutze den Fahrstuhl. Noch nicht. Ich will jetzt gucken, was da hinten los ist. Hier haben wir die Karte jetzt. Es gab ja noch eine Tür. Aha. Okay. Ist das das Museum, was ich denke? Aha. Okay, das Auto habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja eher ein Neumotiv in unserer Zeit, statt in der alten Zeit. Definitiv. Was ist das? Was ist das Motorrad? Na, guck mal, hier ist ein kleiner. Okay. Das andere Motorrad habe ich jetzt aber nicht gefunden. Achso, okay. Schwermetallreif. Okay, was ist ein Schwermetallreif? Das ist die falsche Taste. Gegenstände. Rüstungen. Ein süßlicher Armreif ohne Löcher für Materie. Ohne Löcher für Materie, der auf physische Abwehr spezialisiert ist. Okay. Aber bringt ja uns wahrscheinlich nichts, wenn ich es ausrüsten würde. Als Beispiel. Ja, ohne Löcher. So, okay. Dann gibt es hier leider nichts, was interessant noch sein könnte. Ich meine, auf der PlayStation 1 Version gab es wenigstens noch so ein Hologramm, wo man sich anschauen konnte. Die Entwicklung von ja, von Shinra. Das war die andere Tür. Gab es unten noch eine Tür? Ich will mal kurz gucken, da ja wieso alles aus ist. Vielleicht gibt es ja hier unten noch irgendwas. Sorry für den kleinen Umweg, aber ich will schon nachprüfen. Ich will nichts auslassen. Gibt es hier drinnen noch irgendwas? Nein. Vielleicht gibt es hinten auch noch eine Tür oder so. Die ich jetzt nicht gesehen habe. Nee, dann leider nicht. Schade. Schade, 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 schade. Schade. Okay. Da können wir nichts machen. Okay, dann ab nach oben durch die Tür und dann schauen wir mal, was uns da oben alles erwartet. Oh, hier ist auch noch eine Eingangstür. Hab ich gerade gesehen. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Eine Sackgasse. Na da. Echt jetzt? Okay, wir haben es auf jeden Fall aufgemacht. Das könnte fast das Motorrad sein, oder? Ja, sieht ein bisschen danach aus. Aber nur ein bisschen. Sieht aber doof aus, finde ich. Finde ich nicht so schön. Gut, würde ich sagen, auf geht's zu dem Fahrstuhlbereich. So, welchen Fahrstuhl können wir denn nehmen? Was ist, würde ich sagen. Rot, rot, rot. Ja, 3, 3. Ja. Nehmen wir den hier. Hallo? Oh. Gott, diese Knöpfe. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Das ist alles viel zu einfach, finde ich. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Und nun? 10. Etage. Okay.
Genug. Okay. Schön gewonnen. Okay, keine Schlüsselkarte. Alles klar. Ja, okay, also im Original hat man hier nicht so viel aufgekämpft in der ersten Etage und da war das eher weniger. Okay, da kommen wir auch nicht hoch. Gut, dann würde ich sagen, halt wieder rein. Was ist das wohl? Hat der mich erschreckt? Ob die uns gemeldet haben? Dafür fehlte die Zeit. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Ob wir nochmal anhalten? Die faulen Schindler-Säcke sollen mal die Treppe nehmen. Wenn jemand aufkreuzt, stellen wir ihn ruhig. Wird schon werden. Oh. Das nimmt langsam Überhand. 20 Weltage. Vorsicht an den Türen. Oha! Zum Angriff. Heute steht frei auf dem Speicherplan. So, sie hat eine neue Fähigkeit. Rechtschaffende Faust. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, auch nicht schlecht. Ist ja doch mal eine rechtschaffende Faust, mein Freund. Oh, daneben. Hast du Glück gehabt. Dann noch einmal. Bam. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Da komme ich auch nicht weiter. Okay. Das muss doch irgendwas bringen, dass sie mich hier dauernd anhalten. Was soll denn das? Früher konnte man auch sich entscheiden, ob man die Treppe nehmen möchte oder doch lieber in den Fahrstuhl. Aber wenn es jetzt alle jede 10. Etage immer ein Kampf passiert, na, das wäre ja ein bisschen mies. Ehrlich gesagt, oder? Wir nehmen mal einen anderen Fahrstuhl. Geht das überhaupt? Nee, schade. Das wäre jetzt echt nach hart. Oben. Vorsicht an den Türen. So, dann leg mal los, und zwar schnell. Das dauert aber ganz schön lange. Wir können auch die Treppe nehmen. Bis ganz nach oben? Nee. Oh. Vorsicht an den Türen. Mach schon wieder. Bereit. Los. Das war knapp. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Hier arbeiten natürlich auch ganz gewöhnliche Leute. Die uns melden geht. Was kommt jetzt? Vorsicht an den Türen. Ja. Alles in Ordnung. Um dich mache ich mir mehr Sorgen. Verstehe. Dann ist gut. Hä? Mutter, sag doch nicht sowas. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Nein, im Moment wissen wir noch nichts. Avalanche könnte also jeden Augenblick nochmal zuschlagen. Sei besser vorsichtig. Na, außerdem... Oder ein Scherz gewesen sein, hoffe ich. Auch bei Shinra arbeiten Leute wie du und ich. Mit einem Zuhause. Und Familien, die auf sie warten. Das wusste ich natürlich, aber... Aber so... Aus der Nähe... Keine schlechten Menschen. Aber auch Ignoranz richtet Schaden an. Deshalb müssen diese Leute wachgerüttelt werden. Wir müssen ihnen unbedingt klar machen, dass der Abbau von Marco schreckliche Folgen hat. Nur dann kann die Welt sich ändern. Das wissen wir doch beide. Diva. Wir sind hier, um Eris zu retten. Hast ja recht. Nein, endlich. Oh. Materie Genese. Okay, B13. 70, 80, 90, 100, 110.
Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Okay. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Steckt mein Schatz. Oh, Verzeichner Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigend. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle. Nicht hinterher alles schön auf. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Okay, wer war diese Frau? Hat ja ganz schön eine tolle Oberweite. Hey. Nicht zu verachten. Seht mal. Cloud, komm mal rüber. Was ist los? Diese Ärsche. Mhm. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt. Und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Okay. Ja. Will noch mal gucken. Ja. Ja, wenigstens haben sie das wenigstens dicke ein bisschen verändert. Was Schönes draus gemacht. Sieht schon mal gut aus. So, dann kann man nicht meckern mal wieder. Oh. Ansätze. Ich hätte auch den ganzen Weg hochlaufen können. Sollen wir jetzt runtergehen wieder? Ja, im Endeffekt, wir machen das so. Ne? Ich gehe mal offscreen runter und schaue einfach mal, was da unten alles erwartet. Und vielleicht gibt es da unten noch eine Kiste oder sowas, die uns dann vielleicht doch ein bisschen weiterhilft. Wer weiß. Ich will nichts drauf anlegen. Aber ist eine Idee. Weil so wie ich mich erinnern kann, gab es das auf jeden Fall. Definitiv. Gut. Dann würde ich jetzt einfach sagen... Oh, da ist noch jemand. Vielleicht können wir mit ihm reden. Bitte, Hallo? Bitte lass meine Frau und meine Tochter am Leben sein. So. Alles gut. Alles klar. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da vorne ist unser Anmelde-Foyer sozusagen. Und da werden wir auf jeden Fall wieder weitermachen. Ich bedanke mich erstmal vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr auch wieder alle am Start. Und ja, somit sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAngel3000. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit wieder schon reingehauen. Bis zur nächsten Folge Nummer 51. Ciao. Denn jetzt hin? Ah, Tief hat's gemerkt.